Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wermelskirchen TV Magazin. Es ist die 26. Ausgabe mitten im wunderbaren bergischen Sommer, wie ihr sehen könnt. Und wir befinden uns im malerischen Ortsteil Dünn, in dem an diesem letzten Wochenende der berühmte Mitsommernachtslauf ausgerechnet vom Zierpferder im Dünn stattgefunden hat. Natürlich mit zahlreicher Beteiligung von Jung und Alt. Und hier im Ortskern war richtig etwas los. Und auch sonst ist das beschauliche Dünn auf jeden Fall eine Reise wert. Darüber hinaus gibt es ja in Dünn nicht nur die malerischen bergischen Fachwerkhäuser und die wunderbare Kirche, sondern neuerdings auch wieder einen frischen Supermarkt, wo ihr ganz frische Produkte aus der Region kaufen könnt. Zu den Traditionsveranstaltungen in Dabringhausen, dem größten Einzelortsteil von Wermelskirchen, gehört natürlich auch das Open Air im Park. Und das findet auch wieder am kommenden Wochenende statt, und zwar am Samstag, den 29. Juni. Und die Wettervorhersage für diesen Tag ist richtig gut. Ähnlich wie heute soll es sehr, sehr warm werden. Kein Problem, es gibt kühle Getränke und auch Cocktails und viel, viel Live-Musik zu hören. Wir sind noch etwas früh im Park. Wir haben heute keine randalierenden Jugendlichen, über die sich ganz Dabringhausen beschwert. Im Moment ist es sehr ruhig, weil entweder zu heiß oder noch zu früh für die Jugendlichen. Was Vereine und Bürgerinitiativen und Einzelne im Dorf zusammen leisten können, das zeigt jedes Jahr wieder das alljährliche Dorffest, das hier auf dem Festplatz in Dabringhausen stattfindet. Und dies in der jetzigen Form schon zum 25. Mal. Ein absolutes Beispiel, wie man einen Stadtteil richtig gut beleben kann und mit Leben füllen kann, indem man als Bürger zusammenhält. 25 Jahre Dorffest in seiner jetzigen Form findet statt am Wochenende vom 5., 6. und 7. Juli hier in Dabringhausen. Zum Auftrag unserer Wermelskirchener Mühlentour beginnen wir hier in Dabringhausen bei der Könenmühle, die heute ein Pfannkuchenhaus beherbergt, was über die Grenzen von Wermelskirchen hinaus sehr, sehr bekannt ist, wo man ganz leckere Pfannkuchen essen kann. Im Jahre 1382 wurde die Könenmühle, wie ihr hinter mir seht, gegründet. Wir sind ja bei einem weiteren Highlight hier in Dabringhausen, und zwar in einer kleinen Perle hier im Bergischen Land, dem Freibad in Dabringhausen. Neben mir steht der Unbehauen, der Vorsitzende des Freibades. Bald wird es aufmachen. Wie sieht es aus? Was sind für Neuerungen zu erwarten in diesem Jahr, Herr Unbehauen? Wir haben erst einmal eine neue Leitung für Heißwasser verlegen müssen, damit wir also auch das Nichtschwimmerbecken vom Mehrzwingerbecken trennen konnten. Und wir haben eine neue Leitung verlegen müssen in Richtung auf das geplante Kinderplanschbecken. Wir hoffen, dass wir es noch schaffen, dieses Planschbecken bis zum Eröffnungszeitpunkt zu installieren. Aber sicher können wir uns nicht sein, denn bis dahin sind noch erhebliche Arbeiten zu erledigen. Wichtig ist aber, hinter uns sieht man die Hackschnitzelanlage, die neue. Die wird funktionieren? Die muss funktionieren, ja, obwohl bei den Temperaturen, wie wir momentan haben, brauchen wir sie gar nicht. Denn wir haben gerade eben das Wasser gemessen mit 25 Grad. Liegen wir also noch, brauchen wir eigentlich keine Hackschnitzelheizung. Aber wir müssen natürlich auch gewappnet sein, dass einmal kühlere Tage kommen. Und dann wird natürlich die Hackschnitzelheizung funktionieren. Prima. Die Eröffnung selber für den Tag, ist da irgendwas Besonderes geplant Ihrerseits? Nein, wir haben da nur ganz die normale Eröffnung. Wir haben allerdings geplant, am 27. Juli wieder ein Open-Air-Festival hier zu machen, Barbecue und allem drum und dran. Noch ein paar andere kleine Attraktionen wie eine Schwimmolympiade und Ähnliches ist auch noch in der Planung. Hoffen, dass wir damit auch wieder genügend begeisterungsfähige Jugendliche ins Bad bekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Wir sagen vielen Dank, Herr Umhauen, und wir stehen nicht weiter bei der Arbeit. Hier wird fleißig noch Farbe aufgetragen und der letzte Schliff angebracht für eine tolle Freibadsaison 2019. Ja, liebe Dellmänner, Davakusser, wie ihr gehört habt, 25 Grad Wassertemperatur schon jetzt. Wir haben heute den 24. Juni 2019. Wenn es so weitergeht, wird wohl auch Dabringhausen noch mit Eiswürfeln kühlen müssen, damit das Wasser angenehm kühl bleibt. Die zweite Mühle auf unserer Mühlentour ist die Rausmühle. Nicht ganz so leicht zu erreichen wie zum Beispiel die Könenmühle. Man muss den Weg über Löh wählen und dann durch eine kleine verträumte Ortschaft, die kleine verträumte Ortschaft Löh, über kleine Hofschaften hier
in dieses Kleinod fahren. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wie man sieht, auch hier kann man ganz, ganz wunderbar sitzen am Wochenende und wir haben gerade mal einen Punkt erwischt, wo einmal in der Woche hier Ruhetag herrscht und man sich die ganze Schönheit auch mal ohne Menschen anschauen kann. Ideal natürlich auch für Wanderer, die auch unter der Woche hier willkommen sind. Wenn der Loschplatz in der Innenstadt endlich fertig gebaut sein wird, wird dieser Platz hier, der Schwanenplatz in Wermelskirchen, zu den letzten großen Plätzen unserer Stadt gehören. Hier finden normalerweise am Wochenende Bullspiele statt. Petanke, und denn das ist der offizielle Bullplatz der Stadt Wermelskirchen. Und am Sonntag könnt ihr hier auch Bull spielen, und zwar bei den 11. Stadtmeisterschaften Bull. Ein Team besteht aus 3 Leuten und wie ihr seht, es ist riesig Platz da und es wird gute Logistik geben und viele nette Leute, die hier spielen werden. Kommt also vorbei. Die dritte Mühle, die wir euch heute auf Wermelskirchener Stadtgebiet vorstellen wollen, ist die Neue Mühle. Hier kann man auch ganz wunderbar im Biergarten sitzen. Die Mühle liegt unmittelbar an einer sehr beliebten Wanderstrecke durch das Eifken und man kann hier sogar Fahrradschläuche und kaufen über einen Automaten und man kann hier auch sein E-Bike laden. Insgesamt ist es auch hier ein richtig tolles Ensemble und lädt auf jeden Fall zum Verweilen ein. Das war bei weitem nicht alle Mühlen auf Wermelskirchener Stadtgebiet, aber die wichtigsten, wo ihr eine Gastronomie vorfindet und auch mal ein Bierchen trinken könnt. Das war Wermelskirchen TV Magazin aus dem Stadtgebiet von Wermelskirchen im Juni 2019, in der es richtig schön heiß ist und wie man sieht, man sich wunderbar auf dem warmen Asphalt räkeln kann.